also den ganzen Tag zu Hause rumhängt, dann bekomme sogar ich offenbar mal ein bisschen Bewegungsdrang. Nur ich bin jetzt nicht so der Jogger, der nach draußen geht oder Fahrrad fährt oder so. Und Fitnessstudio hat auch zu. Was also machen? Einfach mal eine Apps im App Store gucken, sagt Simone van der Vlugt. Die lebt zusammen mit ihrem Mann und zwei kleinen Kindern in Wuppertal. Und ich habe es jetzt am Telefon. Frau van der Vlugt, Thema Fitness zu Hause. Da haben Sie sich was ausgedacht, ne? Ja, genau. So, ich habe mit meinem Mann zusammen, haben wir uns eine Sport-App überlegt, in der man Fitnessboxen machen kann, kombiniert mit Bodyweight-Übungen. Und zwar haben wir uns tatsächlich auch beim Kampfsport kennengelernt. Und es gibt ja viele Apps, die wie Freeletics oder sonstiges, die halt eben Bodyweight-Übungen kombinieren. Und wir waren halt immer auf der Suche nach so ein bisschen Fitnessboxen dabei. Und das haben wir uns jetzt halt eben als Kombination überlegt. Und man kommt ganz schön ins Schwitzen dabei. Das glaube ich. Das heißt, Sie machen die Übungen vor, Ihr Mann filmt das oder wie läuft das genau? Also die App ist so, dass man sich verschiedene Workouts anschauen kann und auswählen kann. Die sind in verschiedenen Zeiten unterteilt. Von 5 bis über 40 Minuten gehen die. Da kann man sich dann was aussuchen, was einem passt. Und mein Mann, also wir haben die Übungen von meinem Mann aufgenommen. Mein Mann hat die vorgemacht und die werden dann abgespielt per Video, werden auch nochmal kurz beschrieben und auch angesagt per Audiodatei und dann kann man das einfach nachmachen. Was unterscheidet Ihre App jetzt von Gymondo und Co.? Ganz klar, wir haben Fitnessboxen damit bei. Also Fitnessboxen ist einfach auch so eine Sportart, sag ich mal, wo man einfach mal den Kopf frei bekommen kann. Ne? Das Schöne ist bei der App, dass man das eben halt auch als sozusagen Schattenboxen zu Hause machen kann. Man braucht da kein großes Equipment für. Also Fitnessboxen ist halt auch wirklich was für den kompletten Körper. Ne? Also man steckt da wirklich auch die ganze Energie, die ganze Power, den ganzen Stress, Frust vielleicht auch, dass man jetzt zu Hause ist und nicht raus darf rein, um das einfach mal abzutrainieren. Und vor allen Dingen ist es ein echter Kalorienburner. Das kann ich mir vorstellen. Ist jetzt vielleicht im Homeoffice auch ganz gut, wenn man den ganzen Tag im Homeoffice saß, die Kinder betreuen musste und alles, genau. Dann kann man mal ein bisschen was aus sich rauslassen. Ja, genau, das ist tatsächlich so. Immer schön noch in Kombination mit Musik, kommt dann immer ganz gut. Wenn ich die App jetzt haben möchte, was kostet mich das und wo kriege ich die? Also die App ist in den App Stores, sowohl Android als auch Apple. Man findet die App unter Boxit. Man gibt dann einfach im Suchfeld Boxit ein. B-O-X, H und dann Doppel-I-T. Und die App kostet nichts. Die App ist komplett kostenlos. Wir wollten eben halt, aufgrund, dass halt auch viele andere Anbieter eben halt immer sehr viel Geld haben wollen, haben wir gesagt, wir möchten die Leute einfach zu Sport animieren und unsere Sportbegeisterung teilen und bieten das Ganze eben halt kostenlos an. Das ist doch mal was, oder? Die Boxhit-App so rum. Zum Ausbauen in der Isolation gibt's ganz umsonst im App Store. Probiert's einfach mal aus und dann sehen wir uns im Sommer alle mit der perfekten Bikini-Figur wieder. Und dazu gibt's Camila Cabello, Liar.